So, wir hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren Ausgabe in Forza Horizon 5, zu einer wunderbaren Ausgabe von Lukas macht Mexiko unsicher. Und ja, es tut mir leid für dieses Land, aber naja, was willst du machen? Ich bin halt ein Star, ich darf das. Und weil wir ein Star sind, da haben wir so, ich könnte auch ein verdammt guter Stuntfahrer sein. Das haben wir bisher immer sehr viel im Affekt gemacht, Stuntfahren. Das war eher so aus der Not heraus. Aber es gibt auch eine wunderbare Story bei Horizon Baja, nämlich V10 werde zum Stunt-Driver in einem Film. Und ja, wenn wir einfach das machen, was wir hier so klassisch in der Open World machen, einfach noch so bezahlt machen. Ich sag mal so, das klingt nach einem guten Deal. Und deswegen würde ich sagen, schalten wir das Ganze doch mal. Freu! So, wunderbar. Gehen wir mal da rein. Ne? Ab geht's. Großartig. Sie filmen den neuen Vanguard Force-Teil und der Star Frankie Borman fragte nach dir. Ich glaube zwar, ihr beiden seht euch nicht sonderlich ähnlich, aber Frankie scheint echt eine Hilfe zu brauchen. Kommt zu glauben, aber das ist so ziemlich alles, was mir zu Horizon Wilds einfällt. Du hast es geschafft. Okay, das war's mal was anderes. Das hat jetzt da nicht für Alex, hat einfach noch reingegrätscht. Vielen Dank, Alex, für die Reingrätschen vom letzten Mal noch. Den Beaumont, ich glaube, den kennen wir aus Forza Horizon 4. Da gab es ja auch schon eine gewisse Stunt-Driver-Story oder Fähigkeiten-Story. Es gab auch immer eine Story mit dem, soweit ich das im Kopf habe, wo wir eben auch als Stunt-Driver eingestiegen sind. Ja, und das machen wir heute weiter. Wir werden heute wunderbar natürlich als neuer Stunt-Driver hier unser Glück versuchen. Ich würde sagen, wir gehen da einfach direkt mal rüber hier. V10, die Fahrt mit Frankie Beaumont. Der internationale Filmstar Frankie Beaumont braucht Hilfe. Die Leute scheinen zu meinen, dass ihr euch ähnlich seht. Bin mal gespannt, Frankie, wenn man gleich übereinander steht. Ich bin mir relativ sicher, das kann eine Verwechslung sein. Es wird ja gesagt, Frankie Beaumont sieht aus wie ich. Das ist der Fakt. Nur damit wir kurz mal drauf hinausgehen. Die Leute verwechseln ihn mit mir. Nicht umgekehrt, weil ich bin der Star. Also, ne? Wie ein Blick in den Spiegel. Ja, oder? Ich meine, das perfekte Stunt-Double ist doch ein Zwilling. Du meintest, du willst Fahrstunden. Dann steig ein. Fahren wir. Oh, wir bringen ihn ein bisschen Fahren bei. Ich komme da im Helm Rennanzug an. Ja, wir sehen uns gleich an. Ich habe ein scheiß schwarzes Visier, Alter. Du siehst nicht mal, wie ich aussehe, Frankie. Vanguard Force 10. Ja, ich habe die Teaser gesehen. Und im letzten Teil bin ich ein paar Stunts gefahren. Ja, war's doch, okay. Der Regisseur will, dass wir unsere ganzen Stunts selbst machen. Ich muss also ziemlich gut werden. Du hast die Messlatte ziemlich hochgelegt. Die Stunts selbst machen? Ja, mal sehen, was wir machen können. Also ich Frankie auf jeden Fall schon mal beibringen möchte, die Spur zu halten. Frankie, ein guter Einstieg ist schon mal, wenn man auf der Straße bleibt und nicht einfach die Vorgärten von fremden Leuten kaputt fährt. Das gibt uns eine Menge Fans. Weil was machst du denn? Frankie ist ein bisschen... Frankie, hallo. Frankie. Zeig Frankie, wie man fährt. Oh, in 1 Minute 40 müsste ein Ziel sein. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hoppla. Ja, warten Sie kurz. Scheiße. Ich habe gar nicht auf Zeit geachtet. Ich war irritiert, wie besoffen Frankie ist. Guck euch das mal an. Frankie hat richtig einen MT. Ich sag's euch. Okay, Frankie, ich muss mal kurz abkürzen. Alles für 3 Sterne. Wir sehen uns im Ziel. Du weißt, du kriegst das schon hin. Ich glaube an dich, Frankie. Du machst das schon. Frankie sind Steine. Frankie macht das nicht wie ich. Ich bin Stuntfahrer, professioneller. Ich belebe das. Weil ich habe nämlich die Kontrolle über die Zeit. Und dementsprechend, Frankie. Hast du ja nicht, ne? Gut, ich mach halt mal ganz kurz für dich hier. Gerade auch merke, dass man nicht in der Straße fahren soll. Im nächsten Moment bin ich besoffen. Es ist zwecklos. Ich überzeuge Victor Garcia Hernandez nie im Leben als Fahrer oder seriöser Schauspieler. Ich hab da so eine Idee. Es besteht hier ja eine gewisse Ähnlichkeit. Wie wär's, wenn wir niemandem was sagen und... du übernimmst das Fahren und ich das Schauspieler? Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, okay, ich bin ein Du, ein, man könnte meinen, ein Undercover-Double, ein Undercover-Stuntfahrer. Keiner weiß, dass ich nicht Frankie Beaumont bin und er hat gar keinen Fahren. Wir haben ja gerade gesehen, Frankie Beaumont fährt leicht besoffen. Schnappt euch das Kostüm und werdet ich. In 200 Metern rechts. Okay, wir müssen uns ein bisschen umziehen. Ja, wir fahren mal rüber zu Story Part 2, liebe Leute. Ich bin mal gespannt. Ja, wir haben ja gesehen, Frankie hat so ein bisschen Probleme mit dem Fahren, also nicht nur mit dem Stuntfahren, Frankie hat allgemein ein Problem mit dem Fahren. Also Frankie kann nicht nur nicht Stuntfahren, Frankie kann allgemein nicht fahren. Also wisst ihr, wie ich meine? Frankie hat so das Problem, ein Fahrzeug zu bedienen. Und anscheinend auch zu schauen. Bitte was? Da hoch sollen wir. Sag mal, Frankie, hast du ein bisschen gesoffen? Was ist denn für ein Drehort? Ich habe hier ein M4 GTS, ein wunderbar gutes Stück deutscher Ingenieurskunst. Und ich soll das jetzt hier gleich den Vulkan hochprügeln. Sag mal,
Also finde ich ein bisschen, Frankie, ich wechsle mal kurz das Auto, Frankie, das geht's noch nicht, komm. Wir wechseln mal wieder aufs Cover vor der Bronco Air. Der ist für solche Sachen immer eine gute Nummer. Wenn ich mal Offroad muss, perfekt, muss ich Straße, geht's auch. Und wenn ich dann mal wieder neben die Straße komme, dann merkst du das halt nicht mal, weil er einfach, das ist, wie gesagt, da steckt der Wagen ja locker weg, ihr wisst, wie ich meine. So, wir haben auch Whisper bekommen, den drehen wir gerade auch mal schön. Oh, den Super Duty, den müssen wir uns auch noch anschauen, weil das ist viel Auto, das ist wirklich viel Auto. Und viel Auto, finde ich gut. Das nehmen wir auch. Und wir haben, glaube ich, noch irgendwas hier gerade bei den Auszeichnungen bekommen. Da gucken wir gerade auch nochmal rein. Irgendwas hat er mir da noch gesagt. Oder es war was Altes. Nee, es war... Oh! Ruhmeshalle, was habe ich denn jetzt hier bekommen? Verdienen 100 Sterne in Verweisen Stories. Ja, nice. Den 240X Formula Drift. Gut, nehme ich mit. Danke. Wunderschön. Ja, das läuft doch hier gerade wie Schnürchen. Den habe ich schon. Toll. Okay, super. Gut, dann machen wir weiter. So, wo ist unser Goal? Da oben irgendwo. Ich werde mal ganz kurz den direkten Fahrt zu unserem Zielort nehmen. Also ich hoffe, dass das geht, aber der Bronco Air ist schon fies. Das ist schon richtig fies, ey. Das geht schon gut. Gut, obwohl, das ist schon... Ey, ich darf vielleicht nicht in die Felsmann fahren. Das ist schon viel Berg, den ich da gerade... Ach, locker flockig. Also, ich meine... Ja, das ist wirklich viel Steigung. Oh Gott. Ja, klar, also, das geht schon. Ja, ich bin ja Stuntfahrer. Ich widersetze mich ja physikalischen Kräften. Ich war Bronco, komm. Oh, das... Es juckt ihn halt einfach gar nicht. Der Bronco fährt hier hoch, als wäre es gar nicht. Du könntest ihn an eine scheiß Häuserfassade kleben, der wird da hochfahren. Der wird es einfach nicht realisieren, dass er physikalisch gerade eigentlich total Bullshit begeht. Oh. Caution, filming in progress. Das ist ein richtig krasses Filmset, was ihr hier habt. Da habt ihr aber keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr habt ja, sind ja richtig abgedreht. Boah, eine Kamera, zwei Schilder, ein paar Hütchen, meine Fresse. Szene 15. Ich weiß nicht, was Exit heißen soll. Postapokalyptische Wüste, Zukunft nach Zusammenbruch. Alex Coble, Agent der Widerstandsorganisation Ember, rast bergabwärts, um Overside zu entkommen und schmettert dabei durch Trümmer. Capslock ist immer wichtig, wenn man alles actionhaft und cooler wirken lassen soll, weil Capslock betont die Sachen viel besser. Schreibt alles in Capslock. Keine Sorge wegen des Dialogs, das machen wir später. Konzentrier dich aufs Fahren. Okay, Mike. Geht klar. Komm nach dem Schnitt zu mir. Ich besorge dir ein paar Lutschtabletten. Ja, wir sehen uns ähnlich, aber wir haben vielleicht eine leicht andere Stimmlage. Das geht vielleicht auf doch auf die Schwimmbäder, wenn ich meine Stimme die ganze Zeit verstellen soll. Na gut, wir gucken mal. Szene 15, Downhill Fluchtsequenz. Action! Geht klar, Victor. Und das ist die erste Filmszene. Kein Intro, direkt die Verfolgungsjagd im Auto. Nur gut, du bist das Genie. Sehr gut, Mike. Ich bin im Hubschrauber. Ich bin gespannt, was dein Fahrer so drauf hat. Das war Mike Steele. Er ist der Stunt-Koordinator und Victor Gassier hat als Regisseur das Sagen. Er scheint's geschluckt zu haben. Hindernisse voraus, das ist neu für dich. Lass den Fuß einfach unten und nimm den Aufprall mit, okay? Nicht mein erstes Mal. Ja, ich wollte sagen, das könnten wir schon. Aber geiler Film, direkt einfach Intro der Fluchtsequenz. Aber ey, Victor will schon wissen, was er meint. Er ist ein Genie. Ah, das ist der Kameramann. Moin, Jungs. Keine Ahnung, was Victor sagt, aber ich fand's cool. Ja, Victor könnte sich doch mal äußern. Victor, wie findest du das? Victor, hau mal raus hier, komm. Du bist das Genie. Uns wurde gerade gesagt, du bist das Genie. Oder scheint auch Helikopterpilot. Oder er lässt sich. Obwohl, wenn er das Genie ist, lässt er den Helikopter fliegen. Als krasser Regisseur fliegst du doch nicht selber. Also bitte. Wo kommen wir denn da hin? Aber die Downhill-Fahrt könnte auch ein bisschen krasser sein. Also ich meine, das ist jetzt hier, also dafür, dass es die Stuntfahrt ist, ich meine. Schimpanse hätte es auch getan. Also ich fühle mich jetzt nicht so, also so Rat herausgefordert, Victor. Weißt du, ich meine? Ich will jetzt hier deinen Film nicht kritisieren, ne? Victor, wie gesagt, du wirst schon wissen, was du machst. Er schaut gerne aus der Gottesperspektive zu. Warte, ich stelle ihn auf laut. Na, okay. Wir sind der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind, meine Freunde. Mexiko ist unsere Leinwand, das Auto unser Pinsel und Vanguard Force 10 wird unser Meisterwerk. Los, los! Ja, Koks in der Nase prickelt immer so schön. Ich meine, also war ein schöner Abend anscheinend gestern für die mit das Mindset, aber ich meine, er ist ein kreativer Kopf. Kreative Köpfe sind immer so ein bisschen wilder, die sind ein bisschen mehr durcheinander. Da steckst du nicht so drin. Da denkst du ja so, also da denkst du halt normalerweise, meine Fresse, warte eine Menge Koks, aber bei wem könnte es auch einfach sein, so meine Fresse, warte eine Menge Koks. Ich meine, er ist erfolgreicher Filmproduzent. Da gehört es, glaube ich, gehört es zum Showbiz. Ich glaube, die Filme haben mir das. Alle Filme haben bisher verdient, dass das zu guten Ton gehört. Mal so ein gutes Näschen Mehl nehmen. Also so ein bisschen Mehl, das habe ich mir gehört, gehört dazu. Ich
kürze hier aber überall ab, weil ich kann. Also ich meine nur, wir wollen ja die 3 Sterne holen, ne? Also ich meine, ich bin ja hier für die Sternejagd und nicht für ja, das krasse Drehbuch von Vanguard 10. Deswegen V10. Das heißt ja nicht wegen V10, wegen dem Motor. Ja, dachte ich auch erst. Aber es ist wegen, weil der Film Vanguard heißt. Und ich weiß nicht, ob es schon der 10. Teil ist. Ich meine, könnte sein. Hat er es geschluckt? Hat er. Wir können das hinkriegen. Ich meine, es könnte der 10. Teil sein. Wenn das so an Fast Furious angelehnt ist, ist das auch nicht so weit hergeholt. Ich meine, also wenn man danach geht, passt das schon. Ich finde aber gut so, wir sind schön undercover. Keiner darf mitkriegen, dass wir für Frankie fahren. Aber an der Startziellinie wartet Frankie auf uns. Und wir reden da miteinander. Ich meine, er ist doch in der Gottesperspektive, Victor. Egal. Ich bin bereit für den nächsten Stunt. Ich bin heimlich zum Wohnwagen, um dich anzurufen. Victor denkt, ich bereite mich vor. In 100 Metern. Na gut. Dann bleib mal schön da drin. Ne, ich sag's dir, ich komm da mal kurz vorbei und dann regeln wir das schon hier. Frankie, kriegen wir hin. Frankie hat viel gut bei mir, muss ich sagen. Ich hab viel gut bei ihm. Sorry. Falsche Einstellung. Ich mache hier den Scheiß für ihn, nicht umgekehrt. Ich meine, ich krieg dafür Sterne, also. Davon kann ich mir sicher irgendwann mal was kaufen. Also, sicher wird das irgendwann eine sehr wichtige Währung im Bitcoin-Business. Also, warte ab. Irgendwann werdet ihr sehen, oh, Sterne. Und denkt ihr, oh, er hat Sterne. Und allerdings, ja. Damals, als er krasser Stuntfahrer war. Und, Denkt an diesen Tag zurück, Leute. Denkt an diesen Tag zurück, als ich Frankie vor Humor persönlich war. Mit leichten Stimmproblemen. Aber sonst bin ich eigentlich Frankie. Haben wir jetzt Lutschtabletten gekriegt, jetzt geht es sicher wieder besser. Jetzt passt das auch schon. Ja, mal kurz durch, mit durch, wunderbar. Uiuiuiuiuiuiuiui. Aber beziehungsweise auch Victor denkt ja auch, dass wir ein krasser Stunt-Koordinator sind, weil Frankie hat ja von uns gelernt, so zu fahren, wie er jetzt fährt. Ne? Also wir sind ja auch ein Genie gewissermaßen. Wir sind ja auch so ein gewisser Freigeist, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ne? Wenn ihr wisst, wie ich meine. Oh, da kribbelt das Gucken in der Nase, wisst ihr. Ne? Oder eine Erkältung, aber ich als Filmstar kann natürlich sagen, dass ich erkältet bin. Uiuiuiui. Darauf ist mein abrupten Stillstand, hoppla. Ich wollte eigentlich sagen, darauf ist mein Funflip, aber der wurde rapide unterbrochen. Schade, gut. Dann fahren wir mal darüber zum dritten Kapitän. Und schauen wir mal, was wir jetzt für Frankie machen dürfen. Komm, Frankie, komm, hau mal raus, was hier ist. Ich fahr mal kurz eure Kamera um. Ja, die ist massiv. Meine Fresse, das ist. Verdammt starke Rollen. Respekt. Doch nicht so schlecht, wie ich dachte, das Filmset. Szene 23. Ex-Zugruf nach Zusammenbruch. Ein schwerer Transporter folgt der einzigen sicheren Route zwischen verheerten Ausposten, okay, Außenposten, hindurch transportiert ein wichtiges Fahrzeug. Okay. Ah, das wird jetzt wild, Leute. Passt auf, ich hab keine Ahnung, was wir machen. Muss ich jetzt... Es kartieren oder fahre ich irgendwas Krasses? Oh! Überschlag dich nicht, Frankie. Okay, wir haben den Unimog bekommen. Ja, gut. Passt. Geht ab. Szene 23. Mad Alex. Action. Aber ich muss erstmal die scheiß Dieselgetriebe klarkommen. Ohne diesen Wagen könnt ihr das Dimensionsportal nicht aktivieren. Es wird Explosion und viel digitales Zeug geben. Ich drück drauf, ich soll jetzt mal dem Fluss folgen, aber ich... Danke Physik, manchmal bist du mein bester Freund. Ich soll zwar dem Fluss folgen, aber ich sehe irgendwie die direkte Route hier. Also versteh mich nicht falsch, ich mag meinen Regisseur, aber ich finde geradeausfahren sinnvoller. Also klar, ich bin ehrlich, ich sehe überhaupt nichts, weil es hier ein bisschen am Stürmen ist. Aber es ist ja auch die Postapokalypse, die Welt geht ja gerade unter. Und für das Dimensionsportal... Die bringen Fast and Furious auf ganz falsche Ideen nebenbei. Bitte, ja. Leute von Fast and Furious, hört nicht zu. So einen Fahrstil habe ich lange nicht gesehen. Ja, ist gut. Also der Fahrstil, um ihn kurz zusammenzufassen, ist, ich gebe Vollgas und fahre geradeaus. Das braucht aber jahrelange Übung. Das ist nicht einfach, das ist nicht hier einfach so. Danke. Irgendwo, da war sich ein Widerstandslager. Ah, da drüben war ein Widerstandslager. Da seht ihr, da ist ein Widerstandslager. Da sind wir jetzt halt nicht so durchgefegt, weil ich meine andere Route gewählt habe. Ja, gut. Ich fahre halt ein bisschen direkter zum Ziel.
Ich hätte vielleicht das... Ja! Du wirst Victor fast nie recht machen, aber... Naja. Ihm gefällt dein Fahrstil, Frankie. Hm. Bereit für die nächste Einstellung? Ich finde gut, dass ich mittlerweile einfach gar nicht mehr drauf antworte, um nicht noch mehr Hustabletten schlucken zu müssen, weil es irgendwann unangenehm wird. 25, einer flog über das Kobold-Nest. Action! Die Vorräte wurden geliefert. Jetzt muss Alex Kobold fliehen. Nicht vor Aliens, sondern vor einer Phantasmagorie aus Angst und Zweifel, die bis in die Kindheit zurückreicht. Keine Ahnung, was eine Phantasmagorie ist, aber ich habe einen Rally V8 ins Bild gezaubert. Also gib Schub! Barrikaden und Rampen voraus! Tempo halten! Ich bin weiterhin der Meinung, dass mit dem Koks ist nicht so weit entfernt. Oder LSD, eher LSD. Das muss eine Menge LSD gewesen sein. Meine Fresse. Also ich möchte meinem Filmteam nichts vorwerfen. Mein Gott, ich habe einen Job, alles gut. Sollen sie machen, was sie wollen. Ich bin hier nur der Stuntfahrer. Ich denke mir da nicht zu viel bei, aber ich merke plötzlich, dass Fast and Furious eine Dokumentation und realistische Filmserie ist im Vergleich zu dem, was wir hier gerade abziehen, so Mindset-mäßig. Also Portale, fast Phantasmagorie, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Oh Bruder, Richter, Dankeschön. Also ich als Stuntfahrer kann schon nicht mehr folgen und ich meine, ich bin ja mit dabei. Wie läuft das denn im Kino? Denken wir sich, oh, ein Unimog, oh, ein DB11, vor allem, was hat der DB11 damit zu tun? Also, wie passt der jetzt da rein und warum haben wir einen Fluchtwagen in DB11? Wo kommt der jetzt her? Ich meine, wir haben vorher so einen Unimog, das passt so postapokalyptisch, aber bei Postapokalypse denke ich als letztes an wunderbaren Aston Martin. Ich will da kein was vorwerfen, aber der Aston Martin ist für mich jetzt nicht so das Postapokalypse-Auto. Also, Mad Max würde meiner Meinung nach nie mit einem Aston Martin fahren. Muss man gerade ganz kurz ein bisschen Offroad fahren, weil sonst schaffen wir die Zeit nicht. Die wir sowieso nicht schaffen werden. Träumchen! Ja, geil. Okay, gut, nehmen wir zwei Sterne mit. Dann muss ich das mal aufs Spiel machen. Aber wo kommt der DB11 jetzt her? Cut. Wo hast du bloß gelernt, so zu fahren, Frankie? Bei mir selber. Ich habe bei mir selber so fahren. Ich meine, ja, Frankie hat bei diesem Star von Horizon. Krasser Typ. Habe ich von gehört. Also soll echt korrekt sein. Kann man mal, vielleicht sollte man den mal anrufen und einen Job geben. Total toller Typ. Super sympathisch, gut aussehen, alles. Der kann einfach alles. Der könnte auch Schauspieler sein. Ich habe ein paar Improvisationsideen. Wir könnten eine Szene am Strand drehen. Oder auf dem Flugzeugfriedhof. Ich bin nicht ganz sicher, also entscheide du. Okay, wir haben ein bisschen Wahl. Alex Kobold sucht den Strand, dem in den 2020er das Skywall-Flugzeug abgestürzt ist, nach Wrackteilen ab. Und dann haben wir Alex Kobold sucht den alten Flugzeug, nach Hinweisen drauf, warum in den 2020... Warum? Also... Ach, hier sucht er nach Wrackteilen ab. Und hier sucht er... Hier will er herausfinden, warum es da abgestürzt ist. Das ist ein bisschen deeper, wisst ihr? Da geht es so ein bisschen mehr tiefer hinein. Jetzt einfach nur so Wrackteile. Hier ist so, warum ist es abgestürzt? Ich würde sagen, das machen wir. Da sehe ich mich viel eher. Also ich möchte ein bisschen mehr Tiefgang in den Film kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Da muss ein bisschen mehr Tiefgang rein. Wir möchten den Grund wissen. Wir möchten nicht einfach Wrackteile finden. Wir möchten den Grund wissen, warum ist es dazu gekommen? Warum ist es abgestürzt? Das müssen wir machen. Das finde ich aber ein bisschen Tiefgang reinbringen. Ich meine, Story rafft jetzt eh keine Sau mehr, weil wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo Phasmagorien und Portale und Weltuntergang und Treibstoffmangel und... Ich meine, Actionfilme heutzutage ist ein schwieriges Thema. Da musst du ein bisschen was bieten. Aber ich meine auch, kann auch einfach actionmäßig sein. Vielleicht muss man auch nicht komplett... den Kopf platzen lassen beim Nachdenken über diesen Film. Also im Nachhinein, weil man sich denkt, was ein Bullshit. Sondern, ihr wisst, ne? Also, wer schon? Also, ich bin nicht der Regisseur. Ich schmeiß nur meine Fakten und Thesen rein. Ich arbeite nur für den Bums hier. Also eigentlich tue ich nichts nicht. Das Team denkt ja, der Frankie arbeitet dafür, aber... Naja. Die Stars wunderbar. Gut. Hier unten wäre das Strandthema, aber ich sag einfach nur Strand absuchen. Ach komm. Also komm. Da... Das ist jetzt hier so lapidar und oberflächlich. Da muss mehr kommen. Das ganze Setting, die ganze Story, das bietet so viel mehr. Oh, hier ist sogar schon abgesperrt für den Filmset. Okay. Ja gut, Jungs. Würde ich mal sagen, drehen wir den nächsten Storyteil. Schauen wir mal. Bin gespannt. Jahreszeit wechselt. Ja, es sind sehr lange Drehzeiten, wenn wir jetzt mal Jahreszeiten überdauern müssen. Immer noch Wortkarg, was, Frankie? Ja. Unerwartet.
Machen wir weiter. Ich meine, wir synchronisieren das ja nach, ne? Dafür muss ich die Stimme ja schon. Na, das ist ja für Synchronstudio. Ist ja alles nur für den Film. Impro-Szene, Suchszene, Action! Also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Schleuder den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit. Naja, gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Bleib auf der Piste. Da bist du genau im Biss. Mike, bitte, wow, geh mir nicht auf den Sack. Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Das können wir gerne machen. Das ist gar kein Thema, weißt du Bescheid? Also, richtig korrekter Typ. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal was mit ihm machen. Also, ich finde, er gehört auf jeden Fall zu den krassesten Leuten, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Wir sollten. Also, mein Fahrerlehrer ist der geilste, um es kurz zusammenzufassen. Ich liebe ihn, weil er so toll ist. Das wird eine wilde Story. Aber ich finde auch gut, dass Mike aussetzt, das Drehbuch mittlerweile ein bisschen bescheuert findet und auch denkt, wie soll sowas funktionieren, aber. Oh, die Blitze schlagen hier aber auch ganz entspannt ein, sag ich dir. Die schlagen auch gar nicht in meiner Nähe ein. Richtig gut. Aber hat er ja recht, ne? Also es ist halt. Also wenn dir der Stunt-Koordinator sagt, wie soll sich das denn das. Als ob das hier massiv ist. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum ist denn alles umfahrbar? Nur das Ding macht ihr da. Ich bin die Rose. Wusa. Wusa. Also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Schleuder den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit. Naja, gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Kriegen wir hin. Okay, die Dinger hier in der Mitte. Sind Container. Ja, gut, die darf ich natürlich nicht umhauen, aber das sieht man ja nicht. Wow, Frankie, du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Kein Thema. Wir müssen etwas vorsichtiger sein. Wo war das? Wo hat er denn den Verdacht gehabt? Er hat gesagt, ich will den Fahrlehrer kennen. Ich sehe so, Frankie, kann das irgendwie sein, dass da was nicht stimmt? Wo klang das denn nach Verdacht für euch? Das klang eher so, es läuft super. Und der Fahrlehrer ist ein ziemlich krasser Typ. Das ich nochmal erwähnen möchte. Der Fahrlehrer ist ein krasser Motherfucker. Also. Mein Gott. Die tut schon wieder hier, als würde sonst was passieren. Der weiß überhaupt noch nichts, der raffert gar nicht. Ich meine, der fängt langsam an, das Drehbuch zu raffen und dafür brauche ich so eigentlich deutlich weniger Zeit, um zu merken, so, ich arbeite für den total Wahnsinnigen und nicht für das Genie. Ich möchte Victor nichts vorwerfen, aber Victor hat hart einen an der Meise. Victor ist leicht gestört und lässt dann diese komischen Fantasien in einem Videospielfilm raus. Das ist einfach nicht okay. Okay, 100.000 Punkte haben wir schon mal. Ich lasse die mal ganz kurz uns holen. Danach können wir gerne weitermachen, aber ich habe keinen Bock nochmal zu restarten. Ihr kennt das, ne? Das ist wunderbar. Gut, dass wir dieselbe Einstellung haben. So, dankeschön. Jetzt haben wir noch anderthalb Minuten, die wir auf diesem Flughafen mit uns allein überbringen können. Also Leute, wie war euer Tag? Wie ist das Wetter bei euch so? Erzählt mal vom Tag, wie war es so? Naja. Steht auch LKWs rum. Schön. Hier kann man ein bisschen rumdriften. Ich verstehe halt auch noch nicht, wie es in einem Postapokalypsen-Film der erste Mal DB11 eine spielende Rolle für mich wäre. Klar, es ist ein britisches Auto, klar, Stuntfahrzeug, bla bla, dies, das, bla bla, blub, blub, blub. Aber ich meine, wenn ich mir in Postapokalypsen denke, denke ich nicht an erste Martin, sondern denke ich an irgendwie Ami, so mit einem V8, der einfach unzerstörbar ist. Weil du brauchst irgendwas, was nicht groß Probleme machen kannst. Du brauchst irgendwas, was einfach durchhält, egal was du diesem Motor antust. Das ist ihm scheißegal, ob der Diesel reinkommt oder Benzin. In Flüssigkeit ist Flüssigkeit, wisst ihr? So was. Und nicht in erste Martin DB11. Das ist viel zu anfällig für eine Postapokalypse. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben keine Zeit für irgendwelche Mängelchen und Problemchen. Ich meine, DBF ist ein geiles Auto, aber nicht für die Postapokalypse. Da hat der erste Martin den Ganzkörper nicht gebaut. Das war nicht deren Einstellung. Ich möchte jetzt keine Hoffnung und Träume zerstören, aber ich glaube nicht, dass der erste Martin Postapokalypse im Hinterkopf hatte, als sie an ihren Wagen gedacht haben. Ich habe mich sprunglich, ne? Ah doch. Oh Gott, das war knapp. Das kleine Krokodil, wunderbar. 100.000 Punkte, 100.000 Punkte ist hier aber auch. Mike, wir müssen aber über eure Stuntpläne reden. Das ist ja total lächerlich. Bucht mich als Stuntfahrer. Ich koste auch echt gut Kohle, glaube ich. Also keine Ahnung. Obwohl, ihr habt keinen Stuntfahrer. Ihr habt ja nur Frankie. Naja, Frankie kostet gut Kohle. Und dann soll er so einen Scheiß machen? Das ist ja nicht mal für Frankie herausfordernd. Weil hier muss er nur Scheiße bauen. Der hätte einfach normal fahren können, wie sonst immer. Der hätte es locker geschafft. Frankie hätte einfach nur fahren müssen. Frankie hätte nicht mal aktiv irgendwas ändern müssen. Er hätte einfach seinen Fahrstil genommen und es einfach noch wiederholt. Easy. Soll ich Victor sagen, wer wirklich hinterm Steuer sitzt?
Spaß, Frankie. Ich mach nur Witze. Wir müssen Mike loswerden, Leute. Es tut mir leid, wir müssen Mike loswerden. Mike lässt die ganze Sache hier auffliegen. Mike muss weg, Leute. Mike muss raus. Mike muss weg. Wir müssen Mike abschaffen. Okay, wir drehen noch einen Stunt. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, ich hab Zeit. Wo ist denn das? Aber Arsch der Heide, Alter. Willst du mich fahren? Ja, klar, ich fahr jetzt nicht. Nee. Ich fahr jetzt nicht den ganzen Vulkan wieder hoch. Ey, da war. Also, Frankie, davor waren wir doch schon mal. Sag mal, könnt ihr eure Drehpläne vielleicht mal so handhaben, dass das in einem Ablauf bleibt? Das ist doch total uneffizient, was wir hier machen. Szene 43. Nach der Vernichtung des Overside Uplink wurde ein Zeitportal entdeckt. Alex Corbett muss in die Vergangenheit um die Uplink. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Oh, Unwohlsein. Oh. Das ist einfach nicht okay. Also, beim besten Willen. Die beiden Meisterverbrecher auf frischer Tat ertappt. Dass ich deinen Fahrstil nicht früher erkannt habe, Jungspund. Mike, schön, dass du da bist. Wie gefällt dir dieser Dummy vom Art Department? Der wirkt so echt. Spaß dir, Frankie. Das ist eine geniale Idee, aber wenn ihr Victor weiter täuschen wollt, braucht ihr meine Hilfe. Gut, dass du da derselben Meinung bist, Mike. Ha! Du redest ja! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, steig ins Auto. Ein großer Sprung steht an. Gut, für Mike hat den Grund. Na, Victor ist ein Genie und bescheuert. Der rafft doch eh nicht. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Szene 43. Zeitreise. Vulkansprung. Action. Mike, sagtest du Vulkansprung? Na los, Jungspund. Ich habe die Eröffnungsfeier gesehen. Auf den Hügel! Dieses Fahrzeug ist eine Mike-Steel-Sonderanfertigung mit neuem Motor und neuer Aufhängung. Ich wollte schon sagen, der fühlt sich nämlich ein bisschen flotter an, ne? Ja, der hat ein bisschen, glaube ich, einen kleinen Leistungsschub bekommen. Vulkansprung. Okay, der Vulkan, ja, also wir springen ihn von dem Vulkan rum, aber nicht über den aktiven. Ihr seht, hier ist gerade Wasser drin. Der Vulkan ist gerade nicht so aktiv am Bienen, wie man es vermuten würde. Wow! Schön einen richtigen Fahrer hinterm Steuer. Ja, danke. Das habe ich gehört. Ich hab gleich. Ich finde gut, dass der Kommentar danach kam, an dem ich maximale Scheiße gebaut habe. Aber. Ja, ja. Das muss man sich erstmal aneignen. Das war nämlich kein Fehler, das war gewollt. Aber es sah aus wie ein Fehler, ja. Dass sie diesen Tacken von mehr drauf haben. Okay, ich sollte vielleicht nicht den Vulkan runterfahren. Wir werden gleich runterspringen müssen. Smarte Idee von meiner Seite, ich weiß. Dankeschön. Okay, ich weiß nicht, wie viele für 3 Sterne brauchen, aber ich lasse einfach mal fliegen, ne? Wir kriegen das schon hin. Oh Gott. Das kann niemals sicher sein und niemals mit mit dem ganzen Arbeitsrecht abgeklärt sein. Holy shit. Na bitte, gut gemacht. Frankie. Danke. Großartig, gut gemacht. Aber das bleibt unter uns, ja? Victor muss nichts davon wissen. Hey, solange ich bezahlt werde, ist mir ja alles mit Victor egal. Ich meine, wir finden alle von Victor das Drehbuch ein bisschen schwierig. Also nicht, weil irgendwelche rechtsradikalen Sachen drin sind, sondern einfach nur, weil er halt irgendwie... Vielleicht ist er ein bisschen auf den Kopf gefallen. Man weiß es nicht, Leute. Es kann sein. Hey, Jungspund, wir bereiten einen neuen Stand vor. Komm doch mal vorbei. Das werden wir gerne machen, aber nicht mehr diese Folge. Diese Folge kommt mir sicher nicht mehr vorbei. Ich meine, ich als angehender Stuntfahrer brauche natürlich auch meine verdiente Pause. Das ist natürlich ganz klar. Und das mache ich meist abends auf dem Sofa in meiner rosa Jogginghose. Das ist einfach so ganz klar, das ist meine Wellness-Zone, ne? Ja, bei euch so, liebe Leute, mein Gott, ey. Ich habe eine rosa-rote Leggings gewonnen. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge bin ich auf jeden Fall wunderbar raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin überlegen, dass wir die nächste Folge diese Stunt-Story direkt weitermachen, weil ich gerade sehr Bock drauf habe. Ich finde die ganz cool. Ich mag halt Mike im Hintergrund. Mike ist cool. Und Frankie kann halt kein Auto fahren. Und weil das bisher ganz gut funktioniert, würde ich sagen, machen wir nächste Folge einfach da weiter. So sieht's aus. Ich bin damit raus. Wünsche euch einfach einen guten Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.